Ursula von der Leyen und Charles Michel haben in Brüssel offiziell ihre Ämter als EU-Kommissionspräsidentin und als EU-Ratspräsident übernommen. Die Amtsantritte fielen mit einer Zeremonie zur Feier des 10. Jahrestags des Vertrags von Lissabon zusammen. Von der Leyen präsentierte ihre Sicht auf Europa und ihre Vision. Ein friedlicher Kontinent mit Rechten und Freiheiten. Ein Binnenmarkt mit beispiellosen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Es ist unsere Pflicht, diesen Schatz zu bewahren. Aber Europa ist nicht nur ein geerbter Schatz. Europa ist ein Versprechen. Europa ist die Zukunft. Flankiert wurden die Neuen in den Top-Jobs von EZB-Chefin Christine Lagarde und EU-Parlamentspräsident David Sassoli. Es ist höchste Zeit für unseren Kampf, unseren gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Der Lissabon-Vertrag gab der EU einen neuen juristischen Status, der es uns ermöglichte, wichtige internationale Vereinbarungen wie das Pariser Klimaabkommen zu unterzeichnen. Der Vertrag gab auch der Demokratie ein neues Gesicht, verstärkte die Transparenz und öffnete die Türen für die Brüsseler Gesetzgebung. Das Quartett sieht großen Herausforderungen entgegen. Die Ungewissheit des EU-Austritts Großbritanniens und dessen Folgen, globale Handelskonflikte, Regelungen für die Migration und die Gefahren des Klimawandels sind nur vier davon. In einem ersten Schritt forderte von der Leyen eine ausreichende Finanzierung der EU. Die Erwartungen seien hoch und man wolle liefern, aber das müsse finanziert werden.